when we travel, then you know we're gonna be the dudes who travel just for you. And when we're filming, then you know we're gonna be the dudes who're filming just for you. If we're drinking, well you know we're gonna be the dudes who get drunk just for you. And when we upload on the vlog, we fucking love it and we hope you like it too. Now you subscribed 500 times, now we just need 500 more just to be the channel that 1,000 whiskey nerds be waiting for. Please subscribe to our channel and make sure that you have clicked the little bell. Please subscribe to our channel and make sure that you have clicked the little bell. Subscribe to our channel. Genau genommen 540 Dank, denn die 500 Abonnenten haben wir wirklich im Flug genommen. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Whisky Reisen und Geschichten Manufaktur. Der zweite harte Lockdown in Österreich hat leider jegliche Ambitionen und Möglichkeiten, irgendetwas Whisky-Relevantes zu filmen, im Keim erstickt, weswegen automatisch Plan B in Kraft getreten ist und wir uns in Mr. Smiths Moral Insanity Studio zurückgezogen haben, um ein wenig zu musizieren. Das machen wir jetzt auch. Was haben wir im Glas? Eine Glencairn Gravur. Ja, das ist richtig. Fun Fact über das Glencairn Glas: Wusstet ihr, dass das Glencairn Glas für kanadischen Whisky anders aussieht als das Glencairn Glas für Scotch Whisky? Und die Legende besagt, dass das Glas für das erste Glencairn Glas aus einem Blitzeinschlag im Quarzsand am Strand entnommen wurde. Gut, prinzipiell möglich, die hohe Energie und der Sand durch die Vergläserung. Glücklicherweise habe ich ein kleines Whiskygläser 1x1 mitgebracht. Das dürft ihr euch jetzt ansehen, während wir weiter musizieren. Cheers! Cheers! Der Boom, für jedes Getränk ein eigenes Glas zu haben, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Man könnte jetzt, wenn man denn wollte, Whiskygläser in drei Kategorien einteilen. Tumbler, das Glencairn-Glas und Nosing-Gläser. Dann wollen wir halt mal und beginnen mit der Mutter aller Whiskygläser, dem Glencairn-Glas. 1982 gründet Raymond Davidson Glencairn Crystal Limited, um mit Jim Drysdale an der Urform des heutigen Glencairn-Glas zu arbeiten. Inspiriert vom Copita, einem Sherry-Nosing-Glas. Im Jahre 2000 vollenden die Söhne von Davidson die Pläne und legten sie bei Industriegrößen wie Allied Distillers, Diageo, Erdington Group, White & McKay und William Grant & Son vor. Nach einem Feinschliff sozusagen launchte das Glas 2001 auf der Whisky Life Convention, um seinen weltweiten Siegeszug anzutreten und später von der Queen höchstpersönlich mehrfach ausgezeichnet zu werden. Das Glencairn Glas hat eine Tulpenform und sollte bis zu seiner breitesten Stelle eingeschenkt werden. Die nun aufsteigenden Moleküle sammeln sich aufgrund der Verengung und sind damit besser zu erriechen. Das Standbein des Glases ist ein kegelförmiger Boden und damit ist das Glas sehr stabil und auch robust und speziell für Bars gut geeignet. Auch in Destillerien werden diese Gläser deshalb gerne verkauft, oftmals mit einer Gravur der Brennerei. Das Glas gibt es prinzipiell in jeder Größe. Dieses Schottglas hier ist genau das gleiche, nur halb so groß. Gerade bei Verkostungen nach der obligatorischen Tour bekommt man die oft, da sie natürlich noch viel robuster sind.
Der hier ist das Ganze im anderen Extrem. Ein wunderschöner Schwenker, der dem Whisky viel Oberfläche gibt und gerade bei geringen Trinkstärken oft noch die eine oder andere Nuance herausholt. Bei höheren Trinkstärken kann einem das aber auch schon mal einen sauberen in die Nase poppen. Und gefärbtes Glas ist jetzt auch eher suboptimal, um die Farbe des Whisky zu bewerten. Aber sind wir ehrlich, um diesen hier zu machen, den wir alle gerne machen, und zuzusehen, wie die Lags am Glas herunterrinnen und für einen Moment seinen Gedanken nachzuhängen, für das ist so ein Glas große Klasse. Die nächste Kategorie sind sogenannte Nosing-Gläser, die sich im Speziellen durch einen dünnen Stiel definieren. Die Profigläser unter ihnen haben zusätzlich eine Eichung bei der 2CL-Marke. Dieser dünne Stiel bringt gleich mehrere Vorteile. Erstens erwärmt man sich seinen Whisky nicht mit der Hand und zweitens macht es das Drehen des Glases einfacher, sodass man den Whisky nicht schütteln oder schwenken muss, was die Oberflächenspannung zerstören könnte. Mit einer Drehung werden die Glaswände gleichmäßig benetzt und damit können besser Rückschlüsse auf Alter oder Alkoholstärke angestellt werden. Ich persönlich kann das nicht und lese beide Angaben meistens direkt vom Flaschenetikett ab, während ich ihn schwenke. Ich schwenke gern. So ein Glas ist natürlich viel zerbrechlicher und hat den Schwerpunkt viel höher, weswegen es sich für Bars nur bedingt eignet. Es ist auch vielmehr ein Werkzeug, um einen Whisky zu bewerten. Funktioniert aber auch hervorragend, wenn man nur zum Spaß einen trinkt. Und dann ist da noch der Tumbler, bekannt aus Hollywood, wo im Feuerschein die Eiswürfel klingen. Um es klar zu sagen, um Spaß zu haben, ist auch das vollkommen okay. Im Sommer mal einen Knob Creek auf Eis auf der Terrasse, warum nicht? Ansonsten kann man diese oft sehr formschönen Gläser auch perfekt mit Wasser zum Verdünnen auf den Tisch stellen und ein paar Pipetten drin lagern. Leider hat der Lockdown auch unserem alljährlichen Schneeflock-Vlog, wo ich üblicherweise mit meiner Tochter Kekse backe, einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise meinen 50er. Und die dazugehörige Geburtstagsfeier in Form eines Whisky-Tastings in der Genussakademie Tirol, wo ich meine besten Freunde aus aller Herren Länder eingeladen habe, zunichte gemacht. Wer das sieht, wir holen das nach. Deswegen kann man am 30. Dezember leider nicht viel Intelligentes machen. Drum mache ich das, was ich am liebsten mache. Ich werde mit meinem Bro Mr. Smith hier einen Whisky trinken. Wir stellen auch eine Kamera auf. Wir machen jetzt keinen Livestream, aber wir zeichnen das Ganze natürlich auf. Denn ich möchte ein halbes Jahrhundert Whisky-Wissen natürlich mit euch teilen. Deswegen, wenn euch irgendwelche Fragen bewegen seit Anbeginn der Zeit, wenn es irgendetwas gibt, das ihr über uns schon immer wissen wolltet, stellt uns diese Fragen unten in den Kommentaren. Wir werden sie an meinem 50. Geburtstag alle ausführlich beantworten. Das können Fragen sein wie, wie viel sind 2/3 von 3/4? Oder wie viel ist es wahr, dass Mr. Smiths Vorfahren vor 2 Generationen noch Wikinger waren? Es bleibt euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch und ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Wo wir dann auch wieder reisen dürfen, denn dann gibt es endlich wieder mehr A-Roll, B-Roll und Rock'n'Roll. Bleibt gesund. Cheers. Bevor ich es vergesse, ich habe ein paar richtig coole Aufnahmen mit meinem Filmmobil gemacht in den letzten 2 Monaten, wo ich unterwegs war. Die könnt ihr euch jetzt anschauen, während wir mit all diesen Gläsern hier weiter musizieren. Cheers.
Dieser Kanal ist ein reines Spaßprojekt und wir wollen möglichst viele Interessierte damit erreichen. Wenn du jemanden kennst, der daran Freude haben könnte, dann empfiehl uns doch bitte. Für die Hardcore-Fans und Neuankömmlinge, die mal all unsere Videos chronologisch sehen wollen, hier die Playlist Vlogs auf Deutsch. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere doch den Kanal und klick die kleine Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Das kostet nichts und du hilfst uns sehr damit, besser gefunden zu werden. Danke und Slangy!